Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund den laufenden Stammtisch. Genau. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das im Nachgang vielleicht dann nochmal irgendwie gerade zu ziehen, dass es einheitlich ist. Das ist eigentlich alles. Ja, also kenne ich nicht, weil ich halt schon mein ganzes Leben lang Photoshop benutze. Ich kriege immer wieder gesagt, ja, ich gehe mal einen Font suchen oder ich gehe mal eine Schriftart suchen. Wenn ihr es schafft, mit der Schriftart Arial 18 verschiedene Versionen eures Textes darzustellen, dann versteht ihr langsam, was Schriftart kann. Super spannend. Es war total schön, auch irgendwie mal andere YouTuber in Leipzig kennenzulernen oder Leute, die sich dafür interessieren. War mit den Thumbnails auch nochmal ein schöner Input. Was ich vielleicht in meinem YouTube-Kanal umsetzen könnte, vielleicht. Ja, was nimmst du heute mit? Thumbnails, neue Telefonnummern, neue spannende Leute und hoffentlich den Termin fürs nächste Mal. So, hier bin ich in der Internet-Video-Ecke und was schaut ihr zwei euch gerade an? Ihren Kanal tatsächlich. Ihr analysiert quasi direkt die Thumbnails mit dem Wissen, was ihr aus dem Workshop gekriegt habt. Ja, richtig. Praktische Anwendung. Was Tom gemacht hat, ist klasse. Empfehlenswert. Ja. Total. Ja, sehr gut. Und auch Roberts Beiträge und Antworten auf all meine Fragen und alle anderen Fragen, sehr gut. Ja, war interessant. Eine Menge Einblicke. Das waren super nette Leute, total kompetent und ich möchte auf jeden Fall wiederkommen. Wir haben ein bisschen das Input von heute, da sind nämlich die Fragen, die vor dem Workshop schon existiert haben und auch die Fragen, die jetzt noch offen sind. Und da haben wir zum Beispiel, wie sollte man YouTube-Videos bewerben, zum Beispiel Google AdWords, Möglichkeit für Cross-Promotion, Text auf Videos, wie fügt man das eigentlich ein, OBS-Einstellungen für Desktop-Aufnahmen und Webinare. Also ihr seht, viele, viele Fragen, die wir auch in Zukunft behandeln werden, aber das hier ist der Grund, warum wir den Stammtisch machen, für eure Fragen, für das, was ihr tatsächlich wissen wollt.